Hallo ihr Lieben und willkommen auf meinem Kanal Kleidermädchen. Hier dreht sich wie immer alles um die Themen Fashion, Beauty und Lifestyle und heute machen wir direkt mal einen Switch in das Thema Beauty und beschäftigen uns mit unserem Glow. Glow ist ja für mich so ein Faktor, der kommt einerseits von innen und andererseits muss man auch etwas dafür tun, je älter man wird, dass man diesen Glow von innen und außen auch nicht verliert. Ich bin ja selbst schon in den 30ern und deshalb habe ich die Produkte von Glow getestet, die auf Kollagenbasis sind. Wer nicht weiß, was Kollagen ist ein Strukturprotein, das eigentlich vom Körper selber produziert wird. Das Problem an der Sache ist nur, es nimmt ab dem 25. Lebensjahr immer weiter ab. Also mit Mitte 40 hat man schon 25% weniger Kollagen als mit 25 und mit 60 sogar schon 50% weniger. Deshalb ist es ratsam, seinen Körper dabei zu unterstützen, die Kollagenproduktion aufrechtzuerhalten. Denn Kollagen ist dafür verantwortlich, dass die Haut straff, prall und glatt ist. Und je weniger Kollagen in der Haut ist, desto faltiger und schlaffer wird sie. Genau, und das wollen wir ja nicht und deswegen möchte ich euch die folgenden Produkte ans Herz legen und euch zeigen, wie ich sie anwende. Wie ich gerade schon erwähnt habe, ist Glow der Sponsor des heutigen Videos und die haben unterschiedliche Kollagenprodukte im Angebot. Dabei wird zum Beispiel unterschieden zwischen äußerer Anwendung, das wäre zum Beispiel diese Kollagencreme, oder die innere Anwendung, das sind jetzt Nahrungsergänzungsmittel, die in Kapselform kommen und die man täglich einnimmt. Und dann nimmt man zwischen 2 und 6 Kapseln ein, je nachdem wie viel Glow man benötigt. Oder eine dritte Variante, die ich auch mega spannend finde, das ist das Kollagenpulver. Das kann sowohl pur eingenommen werden, aber auch zum Beispiel in Rezepte integriert werden, zum Beispiel in Salate oder auch warme Gerichte. Das finde ich auf jeden Fall mega spannend und ist wirklich, sage ich mal, ein natürlicher Prozess, wie wenn man einfach ein bisschen Salz noch hinzugibt. Da kann man sich auch auf eine gesunde Variante einfach ein bisschen Glow ins Essen zaubern. Genau, jetzt werdet ihr euch fragen, warum soll ich eigentlich Kollagen hinzufügen? Jetzt nur wegen der Haut oder jeder altert ja anders. Das ist natürlich auch ein genetischer Faktor. Aber Kollagen ist nicht nur verantwortlich für die Hautalterung. Es ist auch unter anderem gut für die Haargesundheit, für glänzendes Haar, volleres Haar, längeres Haar, für gesunde Fingernägel. Es wirkt auch stressabbauend. Davon haben wir ja alle viel zu viel. Ich nehme mich da natürlich nicht aus. Und natürlich die hautstraffende Wirkung, was wahrscheinlich für viele von uns Frauen einfach der Key-Effekt ist, dass wir dieses Produkt unbedingt testen wollen und ob es was bringt. Und wer jetzt sagt, ich bin ein bisschen ideenlos, wo soll ich das jetzt reingeben, wie soll ich das kochen? Also bei meiner Bestellung war jetzt dieses Heft mit dabei, was ich mega cool finde, denn es hat jede Menge Rezepte aufgelistet und auch nochmal ganz genau, wie ihr das Produkt anwendet. Und ja, das sind jetzt unter anderem diese süßen Rezepte enthalten, finde ich mega spannend. Bei diesen Chai-Käsekuchen kommen zum Beispiel 4 Esslöffel des Glow-Pulvers hinzu. Ja, eine interessante Kombination, die auf jeden Fall nicht verkehrt sein kann. Ja, aber was ich euch jetzt sagen kann, ich teste die Kollagenkapseln jetzt schon seit 4 Wochen und kann jetzt noch keinen wesentlichen Unterschied feststellen. Ich denke wirklich, da muss man dann auf die Langzeitwirkung eingehen. Die stellt sich natürlich nicht von heute auf morgen ein. Ich muss aber auch ehrlicherweise dazu sagen, dass ich, was die Hautalterung angeht, viel Glück habe, dass ich extrem wenig Falten habe. Ich hoffe natürlich, dass das so bleibt. Das ist ja auch präventiv nicht verkehrt, wenn man die Kollagenproduktion frühzeitig schon etwas ankurbelt. So viel dazu. Und jetzt habe ich euch natürlich schon jede Menge Produkte vorgestellt, die ihr einnehmen könnt, um die Kollagenproduktion anzukurbeln. Aber es gibt auch noch diese Creme.
Die trägt man dann natürlich auf die Haut auf, im Idealfall morgens und abends. Hals und Dekolleté dabei nicht vergessen, das vergessen immer einige. Ich kann euch aber auch nicht sagen, warum, aber wie gesagt, immer mit eincremen, denn da können ja genauso gut Falten entstehen. Ja, also diese Creme ist zum Beispiel für jeden Hauttyp geeignet, schützt euch 24 Stunden, zieht wirklich sehr schnell in die Haut ein, hat einen angenehmen, seichten Duft, der nicht zu stark parfümiert ist und der wirklich dezent im Hintergrund ist. So seid ihr dann quasi von innen und von außen rundum versorgt, um die Kollagenproduktion bestmöglichst für eure Haut anzukurbeln. Ja, in dem Sinne, das soll jetzt erstmal gewesen sein zu dem Thema. Wie gesagt, ich behalte das natürlich weiter für euch im Auge und kann euch vielleicht auch nochmal zu einem späteren Zeitpunkt ein Update auf meinem Blog geben, wie ich Kollagen finde, ob ich sage, ja, hat jetzt wirklich was an meinem Hautbild verändert oder es ist einfach gleich geblieben, macht jetzt für mich keinen weiteren Sinn, es einzunehmen. Also wie gesagt, da könnt ihr gerne mal auf meinem Blog, den verlinke ich euch hier in der Sparte Beauty, vorbeischauen. Da werde ich zum gegebenen Zeitpunkt einen Erfahrungsbericht dazu verfassen. Und ja, in dem Sinne würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr zum Thema Kollagen was in die Kommentare schreibt. Dann verlinke ich euch natürlich noch die Produkte. Könnt ihr euch gerne mal auf der Kundenwebseite umschauen, ob das ein oder andere Produkt euch anspricht, ob ihr es einfach mal ausprobieren wollt. Wie gesagt, also mein absoluter Favorit ist dieses Pulver, weil man es einfach ganz schlicht in die Ernährung einfließen lassen kann, ohne sich jetzt groß zu überlegen, schmeckt das nicht. Es ist übrigens geschmacksneutral, wollte ich noch dazu sagen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lasst, hier den Kanal abonniert und auch wenn ich es schon ein paar Mal gesagt habe, jetzt geht es wirklich los mit den Vlogs und die stehen auch schon in den Startlöchern. Ab nächster Woche ist es soweit und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vorbeischaut. Ich habe einen kleinen Teaser schon vorab in meinem Wohn-Esszimmer etwas umgestaltet. Es geht auf jeden Fall um ein Regal und das will ich mit euch zusammen gestalten. Ja, also wie gesagt, falls ihr Interieur interessiert seid, dann schaut auf jeden Fall beim nächsten Vlog vorbei. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag.